Der Prolog von Orit vom 15. August. Gedenken, in Schlafen der allheiligen Gottesgebären. Der Herr, der in seinem fünften Gebot auf dem Berg Sinai befahl, ihre Vater und Mutter, Exodus 20, Vers 12, zeigte durch sein eigenes Beispiel, wie man seine Eltern ehren soll. Als er im Todeskampf am Kreuz hing, dachte er an seine Mutter und vertraute sie dem Apostel Johannes an, indem er ihr sagte: Frau, siehe, dein Sohn, Johannes 19, Vers 26. Danach sagte er zu Johannes, siehe, deine Mutter, Johannes 19, Vers 27. Und nachdem er so für seine Mutter gesorgt hatte, hauchte er den Geist aus. Johannes hatte ein Haus auf Zion in Jerusalem, in dem die Gottesgebärerin blieb, um dort bis zum Ende ihrer Tage auf Erden zu leben. Durch ihre Gebete, ihren freundlichen Rat, ihre Sanftmut und Geduld war sie den Aposteln ihres Sohnes eine große Hilfe. Ihre Zeit verbrachte sie hauptsächlich in Jerusalem und besuchte oft die Stätten, die sie an die großen Ereignisse und die großen Werke ihres Sohnes erinnerten. Insbesondere besuchte sie Golgotha, Bethlehem und den Ölberg. Von ihren größeren Reisen wird ihr Besuch beim heiligen Ignatius des Gottesriegers in Antiochia erwähnt, wie auch ihr Besuch bei Lazarus, den der Herr am 40. Tag auferweckte, dem Bischof von Zypern, ihr Besuch auf dem heiligen Berg Athos, den sie segnete, und ihr Aufenthalt mit dem heiligen Johannes, dem Evangelisten, in Ephesus während der Zeit der großen Christenverfolgung in Jerusalem. Im hohen Alter betet sie oft zum Herrn und ihrem Gott auf dem Ölberg, der Stätte seiner Himmelfahrt, dass er sie so bald wie möglich aus dieser Welt nehmen möge. Eines Tages erschien ihr der Erzengel Gabriel und offenbarte ihr, dass sie nach 3 Tagen Ruhe finden würde. Der Engel gab ihr einen Palmzweig, der bei ihrer Begräbnisprozession getragen werden sollte. Sie kehrte in ihr Haus mit großer Freude zurück und hatte den Wunsch in ihrem Herzen, in diesem Leben noch einmal alle Apostel Christi zu sehen. Der Herr erfüllte ihren Wunsch und alle Apostel, von Engel in den Wolken getragen, gelangten zur selben Zeit in das Haus des heiligen Johannes auf Zion. Mit großer Freude sah sie die heiligen Apostel, ermutigte, beriet und tröstete sie. Danach übergab sie in Frieden Gott ihre Seele, ohne jeden Schmerz und ohne irgendeine körperliche Krankheit. Die Apostel nahmen den Sarg mit ihrem Leib, dem Wohlgeruch entströmte, trugen ihn in den Garten Gethsemane zum Grab ihrer Eltern, der heiligen Joachim und Anna. Durch Gottes Vorsehung waren sie vor den boshaften Hebräern durch eine Wolke verborgen. Antonius, ein jüdischer Priester, zerrte mit seinen Händen am Sarg, um ihn umzuwerfen. Doch in diesem Augenblick schnitt ein Engel Gottes seine beiden Hände ab. Da schrie er zu den Aposteln um Hilfe und wurde geheilt, als er seinen Glauben an den Herrn Jesus Christus erklärte. Der Apostel Thomas war nicht anwesend, wiederum nach Gottes Vorsehung, damit ein neues und allerherrliches Mysterium der allheiligen Gottesgebären offenbar würde. Am 3. Tag traf Thomas ein und wünschte, den Leib der heiligen Allreihen zu verehren. Doch als die Apostel das Grab öffneten, fanden sie nur das Grabtuch. Doch der Leib war nicht im Grab. An diesem Abend erschienen die Gottesgebären den Aposteln, umgeben von Myriaden Engeln, und sagte zu ihnen: Freut euch, ich werde alle Zeit mit euch sein. Es ist nicht ganz genau bekannt, wie alt die Gottesgebären war, als sie entschlief. Doch die weit überwiegende Meinung ist, dass sie mehr als 60 Jahre alt war. Lobeshymne. Die allerheiligste Gottesgebärerin. Es sprach der Herr, der Höchste, dass auf deinem Herzen, reine Jungfrau, lebendiges Wasser entströme, auf das die Dürstenden Christus trinken, Leben tragen die Quelle, wir alle rühmen dich, so dass die Dürstenden Christus trinken, durch ihn die bitteren Süße kosten, den Blinden die Blindheit fortgewaschen wird, und die Trauenden Heilung vom Kummer erfahren. Leben tragende Quelle, wir alle rühmen dich. Trank aus der Ewigkeit in Sand, die Dürrezeit vom Quell erfüllt.
und wiederum zum Himmel erhoben. Es wurde die erschöpfte Welt erfrischt. Lebentragende Quelle, wir alle rühmen dich. Ehre sei dir, o Allreine, Ehre sei dir, Mutter Gottes. Für uns hast du den lebendigen Christus geboren. Das lebendige Wasser der Gnade, lebentragende Quelle, wir alle rühmen dich. Betrachtung. O, wie viel kann jeder Gläubige aus dem Leben der Jungfrau Gottesgebärerin lernen? Lasst uns hier nur zwei Dinge betrachten. Sie besaß die Gewohnheit, häufig nach Golgotha, auf den Ölberg, in den Garten von Gethsemane und nach Bethlehem und zu anderen Orten zu gehen, denen ihr Sohn eine besondere Bedeutung verliehen hatte. An all diesen Orten und besonders auf Golgotha betete sie zu Gott auf ihren Knien. So gab sie das erste Beispiel und den Anstoß für die Gläubigen, die heiligen Stätten aus Liebe zu ihm zu besuchen, der sie durch die Gegenwart seiner Leiden und seiner Herrlichkeit geheiligt und berühmt gemacht hat. Zweitens sehen wir, wie sie im Gebet um einen schnellen Heimgang aus diesem Leben auch darum betete, dass ihre Seele bei ihrer Trennung vom Körper nicht den Fürsten der Finsternis und seine Schrecknisse sehen und geschützt vor den Regionen der Finsternis nicht der Macht Satans begegnen möge. Seht, wie schrecklich es für die Seele ist, durch die Zollstellen zu gehen. Bemerkung: Zollstellen, serbisch, Mitarstva, Zollhäuser. Nach dem Tod der heiligen Theodora von Konstantinopel, Gedenken am 30. Dezember, erschien sie dem heiligen Gregor, einem anderen Schüler des heiligen Basilius des Neuen, Gedenken am 26. März, und schilderte ihm die 20 Zollstellen, durch die ihre Seele gegangen war und die sich ihr wegen ihrer Sünden nur infolge der Gebete ihres geistlichen Vaters geöffnet hatten. Wenn sie, die den Zerstörer des Hades geboren hat und selbst eine erschreckende Macht über die Dämonen besaß, auf diese Weise betete, was ist dann mit uns? In ihrer großen Demut übergab sie sich Gott und vertraute nicht auf ihre eigenen Werke. Umso weniger sollten wir auf unsere Werke vertrauen und umso mehr sollten wir uns in Gottes Hand überliefern und ihn um seine Barmherzigkeit besonders zur Zeit des Hinscheidens unserer Seele anflehen. Zum Nachdenken. Lasst uns nachdenken über das wundersame Zeichen, mit dem Samuel seine Worte an das Volk bekräftigte. 1. Samuel 12. Wie Samuel dem Volk sagte, dass es vor dem Herrn ein Unrecht sei, dass das Volk nach einem anderen König als dem Herrn verlangte. Wie er zur Bekräftigung seiner Worte Gott anrief, dass er Gewitter und Regen sende. Wie das Gewitter kam und Regen fiel und wie das Volk vor Gott und Samuel in Furcht war. Homilie über das allerherrlichste Kind. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Jesaja 9, Vers 5. Gibt es einen sterblichen Menschen in der ganzen menschlichen Geschichte, auf den man all diese Titel anwenden könnte, diese Macht und Herrlichkeit? Es gibt keinen. Daher sagt der heilige Johannes Chrysostomus, dies kann nicht auf irgendjemand anderen als auf Christus angewandt werden. Der Prophet bringt hier klar die beiden Naturen des Erlösers der Welt zum Ausdruck, die menschliche und die göttliche. Ein Kind ist geboren, dies bezeichnet die rein menschliche Natur. Ein Sohn ist uns geschenkt, dies vereinigt die beiden Naturen in der einen Person, der Sohn Gottes, der Sohn der Jungfrau und der Person des leibgewordenen Herrn ist. Die anderen Titel beziehen sich auf die göttliche Natur des Herrn Jesus. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter, das heißt, die Herrschaft gehört ihm, sie ist sein Eigen und wird nicht auf andere übertragen. Wunderbarer Ratgeber, denn alle Wunderbare, alles Neue kommt von ihm und durch ihn zum Menschengeschlecht. Starker Gott, was würde Arius und seine modernen Nachfolger dazu sagen, die die Gottheit des Herrn Jesus leugnen? Fürst des Friedens, denn sein Friede ist ein immerwährender
außerhalb seiner herrscht, im äußeren wie im inneren Krieg. Vater in Ewigkeit, er ist der Herr der Zukunft, wie er der Herr der Vergangenheit ist. Und er ist überdies der Vater der Kirche, der Schöpfer der neuen Welt, der Gründer des Reiches Gottes. Diese wundervolle und wahrhaftige Vision wurde von Jesaja selbst, dem Sohn des Amos, geschaut, 700 Jahre bevor sie der ganzen Welt offenbart wurde. O Herr Jesus, du bist deinen Propheten die herrlichste Prophezeiung und deinen Gläubigen die herrlichste Offenbarung. Öffne unseren Geist, auf dass die wundervolle Herrlichkeit deiner Majestät in ihn eingehen möge, und öffne unsere Herzen, damit sie erfüllt werden mit deiner lebensspendenden Liebe. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.